Ja, moin und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir, und in diesem Video schauen wir uns wieder den täglichen Gegenstandshop an. Und ich würde einfach mal sagen, heute ganz, ganz wenig Werbung. Leute, lasst ein Abo da, natürlich auch die Glocke aktivieren, um in Zukunft nichts zu verpassen. Rund um Fortnite gerne mein Creator Deck abchecken, METE-8 ist komplett kostenlos. Und jetzt würde ich mal sagen, fangen wir direkt an mit dem Video. Viel Spaß! Der neue Shop aktualisiert sich tatsächlich gerade und wir sollten jetzt jederzeit den neuen Shop sehen. Und der neue Shop ist auf jeden Fall da. Wir gucken ihn uns gleich mal direkt an, aber Shaolin Sit-Up für 200 V-Bucks heute im Shop. Ein ungewöhnliches Emote, der Geist gebietet über den Körper. Finde ich sehr cool, also kann man einige Clips machen. Finde ich sehr, sehr nice. Aber wir gucken mal direkt weiter. Für 200 V-Bucks auf jeden Fall ein Emote, was man sich definitiv gönnen kann. Raketendreher nicht zu Hause versuchen, ist auf jeden Fall angebracht. Aber ich muss sagen, mir gefällt das nicht so gut. Also Raketenrodeo von gestern fand ich viel, viel besser. Aber das hier würde ich mir persönlich nicht holen. Dann haben wir nochmal ein Chopper-Outfit für 1200 V-Bucks mit einem Rückenaccessoire. Chopper ist relativ cool für 1200 V-Bucks, kann man das Ding definitiv gönnen, ist natürlich aber wieder Geschmackssache. Mich persönlich spricht es jetzt nicht unbedingt an mit dem Rot und Leder und sowas, also ist nicht mein Geschmack. Aber ich muss sagen, der Preis dafür ist gerechtfertigt. 1200 V-Bucks kann man dafür ausgeben, finde ich ganz cool. Dann haben wir natürlich nochmal einen Yeehaw-Skin und für 1500 V-Bucks kriegt ihr diesen Skin heute im Shop. Ich muss sagen, wir haben ja den Jerome im Battle Pass bekommen und den fand ich richtig nice. Spiele ich immer noch sehr, sehr gerne. Und für 1500 V-Bucks kriegt man die weibliche Variante. Ob man dafür jetzt 1500 V-Bucks ausgeben möchte, nur dass es eine Frau ist, weiß ich nicht unbedingt, aber ist natürlich Geschmackssache. Ich meine, wenn ihr reich seid und 1500 V-Bucks einfach so auf dem Konto habt, dann gerne ausgeben. Natürlich mit dem Crate Tag METE-8, selbstverständlich. Aber wir gucken mal direkt weiter. Jingu Bang für 1200 V-Bucks. Bietet zwar nicht so viel, aber meiner Meinung nach sieht das richtig edel aus und ist reaktiv. Ich weiß zwar nicht, was daran reaktiv ist, aber es soll reaktiv sein. Wahrscheinlich fängt es da in der Mitte diese Kugel an zu leuchten. Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Nichtsdestotrotz finde ich, dass für 800 V-Bucks würde ich mir das auf jeden Fall gönnen, aber 1200 V-Bucks ist nicht gerade billig. Dann haben wir natürlich nochmal einen Libre Hängegleiter, gehört zu dem Lucha-Set war ja das mit den Wrestling-Skins, also Rey Mysterio und so, sage ich immer. Aber 800 V-Bucks für diesen Hängegleiter, ich meine, er ist edel, sehr cool mit den Federn und sowas, also Freiheit aus der Luft ist ja die Beschreibung, finde ich sehr cool, aber muss auch nicht unbedingt sein. Dann haben wir heute da die Panda-Beauftragte mit dem Bambus-Rückenaccessoire für 2000 V-Bucks. Wer Bock auf diesen Skin hat, der kann sich den heute auf jeden Fall gönnen. Dazu haben wir natürlich nochmal den Wukong bekommen. Und den habe ich ja schon für 2000 V-Bucks gekauft. Ich fand die royalen Flaggen auf dem Rücken einfach übelst nice. Gefiel mir sehr gut. Der Skin auch. Mittlerweile spiele ich den eigentlich gar nicht mehr, weil er mir ein bisschen zu auffällig ist. Aber für 2000 V-Bucks ist er heute auf jeden Fall im Shop. Und den könnt ihr euch heute definitiv gönnen. Lang lebe der König. Aber wir haben natürlich noch mal den Feuerläufer für 1200 V-Bucks heute im Shop. Heiß auf die Schlacht ist die Beschreibung. Kann man sich definitiv gönnen. Und Zornesschlag für 800 V-Bucks. Auch ein Erntewerkzeug, was man sich kaufen kann für 800 V-Bucks, definitiv gönnenswert. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr euch irgendwas gegönnt habt. Wenn ja, was habt ihr euch gegönnt? Ansonsten, Leute, wenn ihr etwas kaufen möchtet, selbstverständlich mit dem Creator Tag METE-8 ist komplett kostenlos. Ich habe mir vorgenommen, nur noch in den Shop-Videos für mein Creator Tag Werbung zu machen oder zumindest so aggressiv Werbung zu machen. In meinen anderen Videos werde ich das noch kaum machen. Einmal vielleicht ansprechen, aber mehr auch nicht. Ich hoffe, es gefällt euch. Ansonsten, Leute, lasst gerne ein Like, dann natürlich auch ein Abo da, lasst nur mal in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Rund um vorne gerne mein Creator Tag abchecken. METE-8 ist komplett kostenlos. Jetzt schon zum vierten Mal angesprochen, aber ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich sage ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.